Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, wussten Sie, dass eine der besten deutschen Schauspielerinnen und Regisseurinnen aus München stammt? Ja, und Sie kennen sie sicherlich alle. Heute ist sie bei mir in der Sendung. Heute ist Monika Baumgartner bei mir in der Sendung. Ich freue mich. Ja, wir danke. Wir kennen uns ja so richtig im Bayerischen Raum jetzt vor, gell? Wunderbar, ich danke für die Einladung. Also, wenn man da mal Ihr Leben anschaut, gell, von der Adlerperspektive, ist ja unglaublich, was Sie für ein Leben hingelegt haben. Ehrlich? Und immer noch hinlegen. Ja, ja. Aber als erstes interessiert mich natürlich mal und wahrscheinlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sind Sie Schauspielerin geworden? Also ehrlich gesagt, es war so, dass ich als Kind immer schon mich gerne verkleidet habe. Krippelspul, da war ich natürlich der Josef, nie die Maria. Die Maria war eine zarte Blonde und ich war eher die Dunkelhaarige mit der großen Nase. Ich war der Josef, ich musste die Männerrollen spielen oder durfte spielen. Und, aber ich habe immer mich schon gern verkleidet und habe irgendwie immer Lust gehabt, was zu spielen. Habe bei uns zwischen die Wäsche aufhängen in Schwabing, wo ich da gewohnt habe, in den Postlerblöcken, haben wir Zirkus gespielt und ich habe den Zirkusdirektor, ich habe die anderen durch die Reifen, die Hula-Hoop-Reifen springen lassen und so. Also ich habe immer schon Interesse gehabt, dass man ein bisschen was macht und dass man eine Gaudi macht und dass man was anderes macht. Wann ist das losgegangen? Also, meine Mama hat gesagt, ich hätte im Bettstadl, damals war ein Fernseher, im 50er Jahr war Schwarz-Weiß-Fernseher und so weiter. Und da habe ich schon als Kind, meine Mama hat dann auch Radio aufgehört und dann, wenn Conny Francis oder Katharina Valente, hat sie gesagt, da bin ich schon danach gekupft. Da bin ich in den Dings drin gekupft und dann hat sie sich immer gedacht, also das ist eine, ich habe die Musik gehört und bin, und Katharina Valente ist ein großes Vorbild von mir. Ja, die ist eine wunderbare Frau, eine tolle Schauspielerin, eine tolle Sängerin, Tänzerin. Lebt in der Schweiz? Ja, also das ist eine. Genesis, oder? Nein, leider nicht. Also ich war heute noch eine große Bewunderin von ihr. Allround, die hat alles gekonnt. So das war wunderbar. Sie war, naja, so gut singen kann ich nicht. Ich kann auch nicht so gut tanzen. Aber es war immer so, dass das einfach schön war. Aber Sie haben schon auch bei Anna Tefka haben Sie schon gesungen. Ja, das war eine ganz große Herausforderung. Ehrlich gesagt, im Nachhinein denke ich mir nur, dass es war ein Riesenerfolg, jeden Abend Standing und Ovation. Und ich hatte zwischendurch so Panik, weil es waren natürlich lauter Herrschaften der Wiener Volksoper. Und da kommen sie sich schon komisch vor. Und die Mädels, meine Töchter, waren alles Musical-Mädels, die alle, das Singen ist für sie nichts. Ja. Aber es war dann so, dass ich gesagt habe, ich so meine Angst gekriegt habe. Die haben gesagt, du, das, was für dich das Singen ist, ist für uns das Spielen. Mhm. Weil wenn wir Text machen müssen, dann denken wir, das betonen wir falsch. Also wir haben dann so eine Win-Win-Situation gemacht. Ich habe mit ihnen die Sachen gearbeitet, die Texte, und habe gesagt, du, pass auf, ich darf das ein bisschen anders betonen. Und die haben dann mir gesagt, wo muss ich atmen, wo muss ich auslassen, was muss ich machen. Und so hat es dann ganz gut geklappt. Mhm. Ihr Sternzeichen ist Krebs. Ja. Sie sind am gleichen Tag geboren wie die Bundeskanzlerin. Ja, starke Frauen sind am 19. Juli geboren. Ja. Wie ging denn das weiter? Also, wie Sie dann so mal 10 waren, dann 11, waren Sie eine gute Schülerin oder so? Ja, ich war, glaube ich, ganz gut. Weil Volksschule erstmal, und dann war ich ganz gut, dann sollte ich ins Gymnasium. Und da war es aber dann so, ich habe gemerkt, und meine Eltern haben mir natürlich auch nicht helfen können, mein Papa ist Postbeamter gewesen, meine Mama ist Buchhalterin, aber du musstest dann in der anderen Schule natürlich, auf alle Fälle musstest du plötzlich Latein. Steno? Das Steno habe ich später gelernt. Ich bin ja dann nochmal zurück von der Oberschule, sozusagen wieder nach einem halben Jahr raus, weil ich habe niemanden gehabt, der mir geholfen hat mit Mathe oder mit Latein. Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Sie waren dann auf einer Mittelschule? Ich war auf einem Gymnasium ein halbes Jahr. Okay. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich diese zwei Fächer, die schaffe ich nicht. Und meine Eltern können mir das auch nicht zahlen. Und das war, dann habe ich gesagt, Mama, ich bin so unglücklich. Und dann bin ich wieder zurück in die Volksschule und dann bin ich in die Salvatorrealschule. Sind Sie praktisch in der 8. Klasse runter genau. von der Volksschule? Genau. Ja? Und dann habe ich Realschule gemacht, 4 Jahre Realschule, am Salvatorplatz. Da ist heuer das Literaturhaus, das war mein Schulhaus. Damals Realschule für Mädchen, Zweigstelle in der Damenstiftstraße. Und
da habe ich dann Steno, Schreibmaschine, da habe ich den kaufmännischen Zweig gemacht. Und dadurch habe ich das ganz gut gekonnt. Das war immer die Kombination bei mir, also Steno und Schreibmaschine. Zehn Finger. Aber das schnell, ich war im Schnellschreiben bei Steno ziemlich gut, aber nicht im Schönschreiben, da habe ich immer einen Dreier gehabt. Im Schnellschreiben einen Einser. Weil, das habe ich, das hat aber wenn es nicht manchmal das Steno nicht mehr lesen haben können, ist die Mama drauf gekommen. Ja, die hat es wahrscheinlich nur besser gemacht. Das war eben das Wunderbare, dass als ich dann damit fertig war, war ich 17 und die Schauspielschule durfte man erst mit 18 besuchen. Da war Semperit, Mosach und meine Mama, Reifen, wunderbar, der Gummigeruch, den habe ich heute nicht in der Nase. Und meine Mama war da und ich hatte das Glück, dass ich neben ihr einen Platz bekommen habe und habe damals über 500 Mark verdient. Das war wahnsinnig viel Geld. Und das Geld habe ich gespart, weil ich ja dann auf die Falkenberg-Schule bin. Wie war das? Also wir sind Sie auf die Otto-Falkenberg-Schule gekommen, weil das ist ja die nach wie vor heute die erste Adresse. Ja, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das war auch so. Das hat mir in erster Linie mein damaliger Erdkundelehrer, der Hubert Nowak, vermittelt. Der hatte nämlich einen Theaterkreis. Und in diesem Theaterkreis auf der Realschule war ich natürlich 4 Jahre. Und der hat da auch schon immer gespielt, zum Beispiel Minna von Barnhelm und solche Sachen. Also wir haben richtige, also die Franziska habe ich da gespielt und wir haben richtige klassische Sachen auch einstudiert. Und der Hubert hat immer gesagt, Mensch Monika, du hast eine Begabung, du musst da weitermachen. Der hat sich irgendwie entdeckt. Auch. Der hat mich irgendwie entdeckt, ja. Und der hat es auch bestätigt, was meine Eltern immer schon gewusst haben. Ich habe zum Beispiel ich war heute während der Gewissen, vielleicht 12 oder so, habe ich in München, in Mosach, eine Schule eingeweiht als Münchner Kindl verkleidet. Da gibt es ein so winziges kleines oder? Bild. Also ich war immer schon dafür da, habe auch improvisiert, zum Beispiel im kleinen Muck habe ich mal den Haushofmeister gespielt und dann ist der nicht aufgetreten, hat meine Mama mir erzählt und dann habe ich 10 Minuten vor 300 Leuten Publikum irgendeine Sache erzählt, warum jetzt der nicht kommt und habe immer wieder geschaut. Also ich habe ganz gut improvisieren können. Und ja, und dann habe ich ein Jahr bei meiner Mama, nach wie vor bei meinen Eltern gewohnt, habe das Geld gespart. Bei 150 Mark kostete damals die Falkenberg-Schule. Aber auf die Schule kann man da ohne Referenzen hin? Ja, da kann man. Ich habe immer mal jetzt geschaut, da muss man schon irgendwie, das ist ja Wahnsinn. Herr Lüschen, das ist ganz anders. Also diese armen jungen Menschen heutzutage, die sind die Ärmsten. Ja. Weil, schauen Sie, wir haben alle einen Durchlauf gehabt. Also Maria Adolf ist ja auch auf der Schule gewesen, hat er erzählt noch ein paar Jahre früher. Aber es war so, ich weiß, damals ungefähr 180 haben sich beworben. Du konntest dich einfach bewerben. Ja. Jeder konnte sich bewerben. Und dann also musst du jetzt nicht Abitur haben oder nein, sowas? Nein. Ich bin das beste Beispiel dafür. Dann kriegst du ein Schreiben, da steht drin, sie können am so und so vielen kommen zum Vorsprechen. Ich wusste aber nicht, dass sich auch so viel beworben haben. Ehrlich gesagt, dann hätte ich vielleicht mich nicht hingetraut. Aber eigentlich war es mir wurscht, weil ich damals in der Semperit so glücklich war. Mhm. Ich habe das geliebt, mit diesen riesigen Fakturiermaschinen die Monatsabschlüsse über Millionen zu machen und das einzutippen in diese Maschinen. Und das muss auf dem Pfennig stimmen. Ja, logisch, klar. Das war für mich, ich wollte gar nicht weg. Also meine Eltern haben im Gegensatz zu vielen anderen Eltern eigentlich mich nochmal ermutigt und gesagt, du, Moment, du wolltest doch auf die Schauspielschule, jetzt mache ich die Prüfung. Ja. Und auch mein Lehrer. Aber kein Druck macht die Eltern. Nein, also, die haben nur gesagt, du hast Talent. Du kannst dich doch zur Prüfung bewerben. Und das waren, glaube ich, viele Eltern, die das nicht machen. Aber jetzt, das ist ungewöhnlich. Jetzt irgendwann kam ja der Tag, wo sie vorsprechen mussten. Ja, genau. Jetzt natürlich sie mit ihrem wirklich münchnerischen, was ist ja, machen wir immer einen Unterschied, münchnerisch und bayerisch ist schon ein Unterschied. Ja, das ist also, das wissen wir, gell? Ja. Wir sind ja beide Münchner. Aber wie waren das? Was haben Sie sich da für ein Stückchen ausdenkt? Also, vielleicht können Sie das einmal spulen, weil das darf ich nicht. Nein, es war so. Also, ich habe in erster Linie natürlich versucht, auch klassische Sachen zu machen. Das mit dem Herrn Nowak, mit meinem Lehrer. Ich habe aus der Minna von Gretchen habe ich was gemacht und Maria Stuart. Fragen Sie mich nicht, das muss furchtbar gewesen sein. Ja. Also, wir haben das halt. Aber haben Sie das auch schon vortragen? Das habe ich vorgesprochen. Ich musste ja 3 Sachen vorsprechen. Ah, 3 Sachen. Okay. Und dann stand dabei, ich kann mir selber was schreiben. Und dann habe ich mir was geschrieben, nämlich damalige Zeit. Was war das? Das war Biergarten, ein älteres Ehepaar, so jetzt in meinem Alter, ein junges, damalige Hippie-Zeit und eine Bedienung. Und diese Szene in diesem Biergarten, wie die sich in die Haare kommen und die sagen mit dir, oh, und wirst du ausschaust und die Eulen und die Jungen, die Bedienung, die immer wieder dazwischen kommt. Und ich habe 5 Personen gleichzeitig gespielt oder hintereinander, nebeneinander. Und das muss ziemlich bayerisch gewesen sein und war auch ziemlich lustig. Aber war zum Beispiel die Bedienung, wie haben Sie die gespielt? Da habe ich dann einfach so dumm, ich bin jetzt die Maske in der Hände und bin dann so hergegangen und habe das so hingestellt. Und das Quintessenz von der kleinen Szene war, dass die 2 sich gestritten haben, diese 2 Pärchen, alt und jung. Und dann sind die älteren Herrschaften aufgestanden
aufgestanden und sind erbost von dannen gegangen, haben nicht gezahlt. Und dann kommt die Bedienung und sagt, ja, wo sind jetzt die? Was ist jetzt los? Und was war? Dann haben die Jungen gesagt, wir machen das. Also ich habe da einfach ja so sozialkritische Sachen. Und jetzt ist es aber so, Sie haben damals ein rotes Kleid angehabt, ja. Bildhübsch, ja. Wahrscheinlich auch noch tailliert so oder hohe, tailliert. Ja, so hohe Haare, hohe Schuhe. Genau. Und dann irgendwann haben sie gesagt, oh, jetzt muss ich gleich entschuldigen Sie, meine Herren, ich muss noch mal anfangen, wie war das? Das war so, ich habe natürlich, ehrlich gesagt, das war auch so, als ich da zu der Vorsprechtag da war, waren ja Räume, damals in der Falkenbergschule, und da waren lauter junge Menschen gesessen, die sich vorbereitet haben. Du hast ein Zeitfenster gehabt, wo du da sein musst. Mhm. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, das ist ja wie eine Beerdigung, dass die reden. Mäuschenstill. Und ich komme da rein. Und mir war das eigentlich wurscht, ob ich aufgenommen werde oder nicht. Ja, aber Sie haben ein separiert im Hintergrund. Ich habe separiert im Hintergrund. Das ist vollkommen wurscht. Und dann bin ich da rausgegangen, weil mich das so deprimiert haben, wie die alle so da gesessen sind. Ja. Und dann hat mich draußen, ich habe gesagt, ich gehe raus. Ich habe mir gedacht, nein, das packe ich nicht. Und dann hat mich Jürgen Flimm, damals werde ich nie vergessen, der war damals Regieassistent von Everding. In Salzburg. Genau, ja. Mit einem langen roten Schal. Er war ja SPDler oder ist immer noch SPDler. Und gleich rot in etwa ja, wie Kleid. Ja, genau, mit meinem Kleid. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht rot. Das ist schon mal gut. Und dann hat der gesagt, ich soll reinkommen zum Vorsprechen. Weiß nicht, wie viele waren da dort? Herren? Da waren Damen und Herren, das waren die ganzen Lehrer von so der Falkenbergschule. Wie so Gerichtsverhandlung. Ja, das, ja, da waren bestimmt so 10, 15 Leute waren da schon gesessen. Und keiner was gesagt hat. Nein, nur da kommst du rein, nur zugehört. Und da ist diese Bühne, die Holzbühne. Und dann habe ich eben gesagt, ich mache selber auch was und spreche das vor. Und es war aber so, ich habe natürlich erstmal das Klassische vorgesprochen. Und habe dann gemerkt, Mensch, war nicht so gut, oder? Nein, ich habe nur gemerkt, mit meinen hohen Schuhen, Maria Stuart, Gretchen, das passt irgendwie nicht. Dann habe ich gesagt, meine Damen und Herren, Entschuldigung, ich müsste jetzt die Schuhe ausziehen, weil das sind so hohe Stöckelschuhe, das passt nicht. Was haben die dann gesagt? Ja, die haben gesagt, bitte. Dann habe ich sozusagen Strumpfsocker gespielt, also Strumpfhose. Habe wieder angefangen und merke so nach einer Minute, dass ich mir auf dieser Holzbühne einen Schiefer eingezogen habe. Hat weh da, oder? Und dann haben wir einen Gerutzig, jetzt kann ich doch mit dem Schiefer nicht weiterspielen. Das ist ja furchtbar. Dann habe ich wieder unterbrochen. Socken auszogen? Nein, ich habe eine Strumpfhose angehabt. Das war aber sehr Größe. Da bin ich. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, meine Damen und Herren, jetzt muss ich Sie leider noch mal bitten, dass Sie Geduld haben, weil ich habe mir jetzt gerade einen Schiefer, also einen Spreißel eingezogen. Jetzt müsste ich schnell das rausgehen. Dann bin ich hinter die Bühne und habe gemerkt natürlich, dass die Leute, es war mir aber eigentlich immer nur wurscht. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt ist alles furchtbar. Und dann habe ich weiter vorgesprochen, also mit dem Spreißel entfernt. Und dann habe ich meine 5-Personen-Szene gespielt und da haben alle sehr, sehr gelacht. Und dann habe ich gedacht, ach, das glaube ich ist jetzt ganz gut angekommen. Da und war wann ich haben Sie das Ergebnis so gehabt, dass Sie aufgekommen? Wochen später erst. Wie war da die Zeit? Nervös? Oder? Nein, eigentlich auch nicht. Ich hatte ein gutes Gefühl und habe aber dann gedacht, naja, was mache ich jetzt, wenn es mir nicht nehmen? Ich habe die Semperit, dann mache ich da weiter. Ja. Irgendwie geht das schon. Und wenn sie mich nehmen, dann ist auch wunderbar. Und dann habe ich tatsächlich den Brief bekommen, dass ich genommen wurde. Und das war schon toll. Und wie war das, wie es das Bescheid ja, bekommen? Das war wunderbar, weil ich bin natürlich kupft und habe gesagt, Mama, Papa, Papa, ich habe den Brief, ich bin aufgenommen. Das und, hat mich natürlich und haben schon Sie sehr natürlich gefreut. Große Lehrmeister gehabt an der Schule? Oder? Ja, ich hatte, ja, es war nicht ganz so einfach, weil Jürgen Flimm durfte ich, der hat so immer zu 6 unterrichtet und ähnlich Walter Schmiedinger. Wunderbarer Schauspieler, der Walter, der leider auch schon gestorben ist. Der war, also von den Lehrern her, war der für mich der Wichtigste und ganz toll. Dieter Munk und so weiter, Else Quecke. Ich hatte aber sozusagen eher die zweite Reihe, weil die erste Garde der Schule hat mich ziemlich abgelehnt. Ja. Die haben also gesagt, diese Baumgartner, bayerisch und Platzl begabt. Nein. Also ich hatte bei der ersten Garnitur, Champions League durfte ich nicht spielen, da wurde ich nicht unterrichtet, die haben mich einfach abgelehnt. Und ich sollte auch, habe ich hinterher erfahren, jedes Jahr eigentlich gekündigt werden. Ja. Aber Sie hatten ja dann eine Begegnung. Ich wollte nur sagen, ich glaube, der Jürgen Flimm war einer meiner immer großen. So, die Hand ja, der Dieter Munk und Jürgen Flimm waren meine großen Fürsprecher. Haben Sie mit ihm darüber geredet? Ja, wir haben jetzt später mal eben gesagt, und ich hatte das Glück, ich war dann wirklich, durfte da bleiben und habe als Erste nach 3 Jahren Ausbildung einen Platz bekommen, ein Engagement. Jürgen Flimm war damals Schauspieldirektor, ist nach Mannheim gegangen, Nationaltheater Mannheim. Aber Sie haben ja auch in der Zeit, haben Sie auch mal vorsprechen müssen bei August Everding. Ja, das war so, alle Schüler, die aufgenommen werden, die haben dann die Möglichkeit, im ersten Jahr gleich zu Beginn, das war gleich am Anfang, bevor die Schule losging,
kommt dann Herr Everding und hat die neuen Schüler begutachtet. Und da habe ich natürlich meine Fünfernummer um ein Fünferle durcheinander gespult. Das hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst. Ja, ja. Die Leute haben wieder gelacht, ich habe mich super gefühlt. Ich war ja raufgenommen, das war ja, ja, so, konnte mir ja gar nichts passieren. Ich war so wie der Kasperl heute. Aber dann hat er zu einem gesagt, wie ist das mit Klassikern? Ja, und dann hat er, war alles vorbei und dann weiß ich noch wie heute, ich weiß auch genau, ich weiß es noch wie heute, wie das war. Und dann hat er angefangen zu reden, dass wir eine Schule sind, also die Falkenberg-Schule, die doch eine sehr wichtige Schule ist, eine der besten Deutschlands. Und da geht es um andere Sachen als wie um Kasperltheater, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich gedacht, Und dann ging es los, dass er mich herzitiert hat. Und hat so gesagt, sehr ernst, oder was? Wirklich, und hat mich dann als Einzige vor der Gesellschaft, und zwar es waren alle Lehrer da und es waren alle Schüler da. Die gesamte Schule von den drei Klassen, oder von den drei Klassen waren da und wir. Ich bin blamiert worden vor der gesamten Schule, weil er dann zu mir gesagt hat, dass eigentlich solche Leute wie ich im Grunde gar nicht so viel zum Suchen haben hier, weil das wäre eine Aufgabe von dieser Schule, Menschen auszubilden, die wirklich was können und was wissen und was wollen. Und dann hat er gesagt, und Goethe, Schiller und Cocteau, lebt er noch oder was? Und dann hat er mich so wie so ein Hund oder mich so auf Zeiten geschoben und ich war so baff und ich war so fertig. Ah, traurig, ich wusste, ich war, ja, und ich war entsetzt und ich war einfach gedemütigt. Und dann fing er an, eine halbe Stunde über die Dummheit zu reden. Und dass das eine wichtige Schule ist und da haben dumme Menschen keinen Platz. Aha. Und jedes Wort war natürlich auf mich gemünzt, so habe ich es empfunden. Ja. Und dann wollte ich sofort von der Schule gehen. Weil ich gedacht habe, peinlicher geht es nicht, es geht nicht mehr. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich gehe jetzt. Mhm. Weil ich habe gedacht, wie soll ich da weitermachen? Ja, ja. Dann hat man mir aber gesagt, du brauchst dich nicht aufregen, das macht er jetzt ja. Jedes Jahr sucht er sich jemand raus. den er dann irgendwie, und dann bin ich da geblieben. Macht. Und ehrlich gesagt, ich habe das wiederum zu verdanken, Rudolf Waldemar Brehm, damals schon beim, sagen Sie mal, der Regisseur, jetzt vorher mal, jetzt geht schon los mit Alzheimer. Kein Problem, können wir das rausschneiden dann, oder was? Wir gehen jetzt in die Werbung. Ja, genau, wir gehen in die Werbung. Der hat damals schon gespielt und es war einfach ein wunderbarer Kollege, der zu mir gesagt hat, ich bin mit ihm in der Trambahn gefahren, Moosach. Ohrstation? Nein, von Moosach bis zu Kammerspiel. Ohrstation später eingestiegen. Und der hat zu mir gesagt, Monika. War das der Flimm oder was? Nein, das war der Rudolf Waldemar Brehm. Ah, okay. Der war mit mir auch auf der Schule. Okay. Fassbinder ist mir eingefallen. Schauspieler bei Fassbinder, hat bei Fassbinder alle großen Rollen schon gespielt, Katzelmacher und so weiter. Und der hat gesagt, du brauchst dir nichts denken, du bist so begabt, komm, das packst du schon. Der hat mir Kraft gegeben. Der hat mir Kraft gegeben. Und ohne den, diese Trambahnfahrten, ehrlich gesagt. Also das heißt, die Münchner Trambahn hat schon die Münchner an ihrer Trambahn Karriere was hat zu an meiner tun. Mit meiner Karriere die was Arbeit. Zu tun gehabt. Ja, weil das hat er geschafft. Ja. Das hat er wirklich gemacht. Jetzt in dieser Zeit, reden wir mal irgendwie in die 60er Jahre oder so, ja. Man sind ja nach wie vor eine junge Dame, aber, aber dennoch diese Lebenserfahrung, die in ihnen steckt. Also, da gab es ja Elfi Bertrammer, da gab es den Felsen zum Hof, meine ganze Kinder haben mich begleitet. Ruth Kappelsberger, die haben mich alle begleitet. War das Das war wunderbar. Und eben einfach Schmidt-Wilde und Beppo Brehm und wie sie alle hießen. Sie sind ja schon auch in diese Kategorie aufgenommen worden. Sie sind ja wirklich eine der Volksschauspielerinnen, die wirklich. Ja, fast jeder Kind. Ja. Sie haben einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad. Schon auch als Schauspielerin, also nicht unbedingt jetzt als Mama Gruber vom Bergdoktor, sondern ich habe vorher auch schon ein bisschen was gemacht. Gut, das ist natürlich nach 14 Jahren, wir drehen heuer die 14. Staffel trotz Corona. Ja, unglaublich. Zweimal in der Woche getestet, Riesenaufwand für alle. Und, das dreht sich immer in Elmau. Wir drehen in Elmau, ja, und werden, wie gesagt, aber dieses ganze Team ist super, alle halt mit Maske, es ist schon nicht ganz einfach, aber wir drehen trotzdem, sind alle froh, dass wir Arbeit haben, ganz ehrlich. Und das ist natürlich schon so eine Situation, wenn du lange in dem Geschäft bist, jetzt sind es dann bald 50 Jahre, die den Job mache, und da macht man natürlich ganz viele Erfahrungen und hat auch die Möglichkeit eben über Theater, was sehr gut ist. Ich finde immer Theater und beides, also Theater und Fernsehen und Film ist ideal. Es ist ja doch, das ist schon, also man ist Schauspielerin, aber im Theater ist wieder da das Live-Publikum. Ja. Ja. Fernsehen, also jetzt, wir machen jetzt Fernsehen, also wir merken das nicht, aber uns schauen viele Menschen zu, aber wir wissen ja nicht, wir denken die, was war die. Genau. Und dann eben Film, Sie haben ja viele Filmrollen, über 150 Filme oder so? Ja, also über Filme, Film, Fernsehen natürlich, also wo ich gespielt habe. Ja, ja, ich habe selbst erst beim Buchschreiben gemerkt, dass ich schon in so viele Sachen gehe. Ja, war sie, und die waren ja Krimi und ja,
und alle möglichen Sachen. Und über Mixfeld. Und die bayerischen Kollegen, muss ich dazu sagen, das war natürlich toll, weil meine erste Fernsehrolle war 1977, nachdem ich von Mannheim und Hamburg wieder zurückgekommen bin, vom Theater, war der Millionenbauer dem Walter Seelmeier. Das war ja, das müssen wir beschreiben. Es war ja schon ein super Schauspieler. Sie haben es mal sehr gut beschrieben. Der hat ja immer beim Schauspielern irgendwas gemacht. Ja. Da haben Sie ja viel gelernt von dem. Ja, weil ich also hat er den Kühlschrank aufgemacht. Ja, ich habe das beobachtet. Ja, das war meine erste Fernsehrolle. Ich war ja vorher nur Theater. Theater ist ja ganz was anderes. Da hast du große Gesten. Da musst du schauen, dass du die 700 Leute erreichst. Mhm. Du hast ein ganz anderes Auftreten. Du musst versuchen, die Rollen ganz anders rüber, im wahrsten Sinne des Wortes, rüberzubringen. Beim Fernsehen ist es das Gegenteil. Da sagt jeder, oh, mach nicht zu viel. Da musst du immer reduzieren, weil die Kamera so nah dran ist und jeder zuckt. Ist zu viel. Und jeder hat gesagt, oh Gott, der Seelmeier. Ich hatte das Glück, dass der Franz Geiger, der das geschrieben hat, Autor, der war eigentlich mein Schwiegervater in Spee, mit dem Sohn von Franz bin ich in Mannheim in der Zeit 7 Jahre liiert war. Genau, war einer meiner ersten langen Wegbegleiter. Und dann hat der Franz gesagt, du, Monika, ich schreibe jetzt gerade ein Buch, eine Serie, und da schreibe ich die Rolle der Monika rein und ich finde, das kannst du spielen. Und der hat mir meine erste Fernsehrolle geschrieben. Und das war dann, deswegen hieß ich da auch Monika. Und das Tolle war, der Seelmeier, vor dem mich die Leute gewarnt haben, gesagt, Er war schon grantig. Ja, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ja die ganze Zeit dann eben als mein Papa gehabt und beobachten können und lernen können. Und er war aber immer nur dann grantig, wenn jemand seine Hausaufgabe nicht gemacht hat. So hat er also war sehr diszipliniert. Er war sehr diszipliniert, er war absolut textsicher. Und ist dann einmal gegangen, wenn einer irgendwie zu spät kommt. Ich habe einmal erlebt, dass er mit dem Regisseur sich so kackelt hat, dass er Mittag den Drehort verlassen hat. War Drehstopp. Weil der hat seine Aufgabe nicht gemacht. Der hat gesagt, du weißt überhaupt nicht, was in der Szene der Schwerpunkt ist. Das geht so nicht, du hast dich nicht vorbereitet. Das packe ich nicht, dann ist er gegangen. Aber sonst war der wunderbar. Und ich habe das Glück gehabt, dass er mich irgendwie akzeptiert und sogar gemocht hat, weil er hat beim Essen, durfte ich neben ihm sitzen. Und er hat gesagt, du geh, Monika, du sitzt, du geh. Und das war für mich natürlich ein Traum, weil es hätte ja auch anders sein können. Und da hatte ich aber das Glück, dass das wirklich... Aber was war so, der Seelmeier hat ja in vielen Rollen gespielt, ja. Der war ja auch die Körpersprache, der hat alles passt. Ja, und er wusste genau, wie er seinen Körper einsetzt und wie alles. Er konnte ja auch so mit so einem Ohr wackeln und zucken und so. Also er hat Sachen gemacht, Und er hat immer was gemacht, und, oder? Genau, und das ist das, was er gemacht hat. Und das habe ich von ihm gelernt. Also wieder aufgestanden, oder? Er hat nie irgendwie seinen Text irgendwie gesagt, sondern er hat dann das Glas genommen, hat getrunken, hat gesagt, und dann ist er aufgestanden. Der wollte immer was machen, dass das beiläufig ist. Der hat gesagt, das muss selbstverständlich sein. Und dadurch hat es so, das hatte so eine Normalität. Und das ist von ihm, das hat er gekonnt, bis ins kleinste Detail. Frau Gruber. Oft werden Sie ja angeredet als Frau Gruber, oder? Durch den, wirklich durch Ihre Fernsehaktivitäten, durch den Bergdoktor, da sagen die Leute, das ist die Frau Gruber. Aber ehrlich gesagt, die meisten machen es mit dem Augenzwinkern. Ja, die wissen schon. Also mich hat es noch nie gestört, weil ich finde es eigentlich total nett von den Leuten und auch, dass sie einem zu verstehen geben, dass sie schon wissen, wer ich bin. Sogar jetzt mit Maske, wenn ich beim Einkaufen bin, sagen die Leute, ich kenne sie voll, gell? Ich kenne sie voll, trotz Maske. Ja. Und das ist total nett. Und das Lustigste, was ich mir erlebt habe, war 30 Jahre später Mannheim-Frankfurt, Flughafen. Und dann sagt die Dame, die da mein Gepäck durchschaut, sagt, die Rumpelhanni ist bei uns in Frankfurt, ja, da schon her. 30 Jahre später. Ich war so platt, weil ich fand das natürlich sehr... War also Ihr Lieblingsstück? Ja, da habe ich ja auch gekämpft dafür. Bin jetzt zum Rainer Wolfhard gegangen und gesagt, Rainer, ich habe das Stück gerade gelesen, ich habe gehört, du machst es. Dieses Buch gelesen von der Lena Christ, diese Rolle muss ich spielen. Und das habe ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich sie auch nicht gespielt, das ist klar. Aber da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich muss diese Geschichte, das habe ich im Krankenhaus gelesen, durch Zufall habe dann den Franz Geiger wiederum gefragt, sage ich, du Franz, da gibt es ein Stück von der Lena Christ, wieso ist denn das nicht verfilmt worden? Hat er zu mir gesagt, du, der Rainer Wolfhard bereitet das gerade vor. Und dadurch bin ich sofort... Haben Sie gekämpft um die Rolle? Ja, ich bin hingefahren, ich kannte ihn ja zwei... Und gesagt, ich wusste, wo er wohnt, der Rainer, ich habe vorher schon mal zwei wunderbare Rollen bei ihm, die in der Reventlow gespielt und die Kaiserhofstraße und mit der Doris Schade. Und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt einfach hin, ich klingel jetzt und sage, Rainer, diese Rolle muss ich spielen.
Und so habe ich das dann auch ehrlich gesagt, dem habe ich es zu verdanken, dass ich dahin, weil er war gerade in der Besetzungsphase drin und es sollte jemand ganz anderes spielen und ich habe es dann doch gekriegt. Jetzt haben Sie natürlich auch, Sie beschreiben das ja auch sehr schön in Ihrem wirklich tollen Buch, Dankeschön. Das jetzt gerade frisch im Markt ist, das super marschiert, das Buch. Beschreiben Sie natürlich auch mal, das Leben ist Berg und Tal. Mhm. Jetzt gab es ja mal so eine Talsituation. Sie haben also immer Schmerzen in der Leiste gehabt, über viele, viele Jahre. 15 Jahre sind von Arzt zu Arzt gelaufen. Mhm. Und zum Schluss haben die gesagt, also irgendwie, ich sage es jetzt mal bayerisch, irgendwie spinnt die. Also genau. die hat überhaupt nichts. Die hat einen Riss auf der Festplatte. Aber sie haben trotzdem Schmerzen gehabt, haben immer unter Schmerzen weitergespielt. Haben also den Schmerz irgendwie blockiert, während sie wahrscheinlich... Tabletten. Tabletten. Ich konnte sonst gar nicht mehr gehen. Ohne Tabletten, ich bin auf allen Vieren gegangen. Wahnsinn. Ich hatte 15 Jahre nur schwerste Tabletten, um überhaupt... und ich habe teilweise 3 Hauptrollen am Tag gespielt im Nachhinein. In der Früh die Schöne und das Scheusal vor 700 Kindern, abends die Viola in Was ihr wollt und nachts um 11 die Sie in Rattenjagd. Und alles nur mit diesen wahnsinnigen Schmerzen. Und es war 15 Jahre und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich auch wirklich an mir selber gezweifelt habe, wenn jeder sagt, du hast nichts. Die haben mir die Bandscheibe operiert, die haben mir den Bauch aufgeschnitten, die haben mir die Zähne gezogen und immer wieder ich war in Amerika, die wollten mir meinen Rücken versteifen, überall, ich war in der Schweiz, ich war beim Wunderheiler, beim Köhnlechner und jeder hat gesagt, ja, du hast was, einer wollte mir die Hüfte operieren, dann habe ich gesagt, ich habe die Schmerzen, aber nur rechts, dann hat der gesagt, na, links werden schon noch kommen. Das klingt jetzt zwar lustig, aber damals war das für mich überhaupt nicht lustig. Und erst mit dieser Möglichkeit, dass man dieses CT machen konnte und dass man die Weichteile sehen konnte, hat man dann entdeckt. Und dann sind Sie im rechten Isar operiert worden? Genau, ich bin nochmal im Rechtsohr, ist er 3 Wochen gewesen zum Durchchecken, nichts gefunden. Und dann war ich wirklich mit Hut und Mantel da und habe auf meinen Schein gewartet. Und dann lese ich, neues Gerät in München taucht auf, Computertomographie, kann man die Weichteile sehen. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich. Dann habe ich ein paar Wochen nur Zeit gebraucht, bis ich den Termin gekriegt habe. Und dann hat man, ich habe das aufgelesen, hat man, genau, und dann stand da drin, 5,5 cm Gewebeverdichtung auf dem femoralen Nerv sitzen. Und dann habe ich gewusst, das ist es. Jetzt die waren endlich. Von heute auf Tag. Und dann war ich beim Operieren, beim Professor Theisinger. Der hat mir aufgeschnitten, hat mir das rausgenommen. Und von heute auf morgen habe ich 3 Säcke Tabletten weggeschmissen oder zur Apotheke gebracht und die Schmerzen waren weg. Klar, es war ein mechanischer Schaden. Und sobald diese mechanische Reizung entfernt war, war mein Schmerz weg. Dann, Sie sind ja nach wie vor eine hübsche Dame, aber Sie waren natürlich als junge Dame waren Sie natürlich super hübsch. Also und Sie haben ja da auch einen Mann gehabt, der Sie aber dann irgendwann mal betrogen hat, oder? Ja, das war nicht ganz einfach, weil ich habe den kennengelernt bei der Rumpelhanni. Der war bei der Baubühne Schreiner, ein Ire aus Dublin. Aus Dublin, der ist mit dem Fahrrad vom Dublin nach Berchtesgaden gefahren. Ah. Jahre vorher hat er eine Schreinerlehre gemacht, hat perfekt Bayerisch gesprochen. Und den habe ich kennengelernt da und wir haben uns wirklich von jetzt auf sofort ineinander verliebt. Ja. Und wir waren dann auch 13 Jahre zusammen. Ich habe mit ihm 5 Werkstätten aufgebaut. Ich habe gesagt, du, das machen wir selber. Du brauchst ja nicht angestellt sein für 10 Mark im Monat. Da machen wir irgendwas selber und haben dann Werkstätten aufgebaut. Ich habe am Schluss 500 Quadratmeter Schreinerei gehabt. Und ist daraus auch so ein bisschen dieses Raumausstattungsgeschäft mit Ihrer Schwester? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das war vollkommen extra. Das war dieses Teil meines Lebens war Schreinerei, Baubühne bauen. Und ich war immer dabei, wenn ich Zeit hatte. Ich habe immer gedreht, habe damit das Geld verdient für unsere Weiterführung der Werkstätten. Und das war eigentlich so, dass natürlich die Frage mit Kinderkriegen, da kommst du in ein Alter, wo dann über 40 und so weiter, und dann war es scheinbar für ihn doch so wichtig, dass er, wir haben dann geheiratet auf seinen Wunsch nach 12 Jahren, und es war für ihn doch so wichtig, was ich dann nicht so mitgekriegt habe, weil er dann irgendwann von heute auf morgen gesagt, so, er geht jetzt mit jemand anders. Weil er ein Kinder neues. Wollte. Er hat, und die wurde auch sofort schwanger. Und er ist von jetzt auf sofort aus meinem Leben gegangen nach 13 Jahren. Und ist auch für immer raus, oder? Für immer raus. Der ist einfach wie. Können jemand, Sie einfach dann auch einen Schluss ziehen? Ja, das ist wie wenn jemand zum Zigarettenholen geht. Er hat aber alles zurückgelassen. Ja. Das war natürlich nicht ganz einfach für mich, weil wir haben in einem kleinen Häusel gewohnt miteinander. Und es war, wenn jemand einfach von heute auf morgen nach 13 Jahren aus dem Leben verschwindet, das war jetzt nicht so einfach. Aber das war dann auch so eine
wie gesagt, Talgeschichte in meinem Leben, einmal die Schmerzen und das gehört auch dazu. Ja. Und ich habe das dann auch durch dank meiner Schwester, meiner Freunde, meiner Familie gut überstanden. Und ja, das war nicht ganz einfach. Aber ich habe ihn nie mehr wieder gesehen, auch nie mehr wieder was von ihm gehört. Er ist mit dieser Frau nach Irland zurück, hat ein zweites Kind gekriegt und lebt in Irland. Also, Sie sehen, man muss halt irgendwie weitermachen. Ein Kapitel, das man auch noch abschließen genau, muss ja, im Leben. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr ein schweres Jahr oder im letzten Jahr ein schweres Jahr erlebt. Corona hat alle betroffen, speziell eben auch die Kategorie Ihres Berufsstandes. Genau, ja. Also Sie sind ja jetzt nun so eine Frau, die sagt, ich denke immer positiv, ich lasse mir den Humor nicht verbieten. Ich versuche es. Sie versuchen es. Aber was sagt man denn so den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt kein Einkommen haben, die gerne spielen würden, ich sag mal, die Musiker, die Schauspieler, die Darsteller? Was können Sie diesen Menschen empfehlen? Also ehrlich gesagt, ich bin von Anfang an jemand gewesen, der immer vorsichtig war und auch immer ein Maskenfan, weil ich gesagt habe, was nicht rausgeht, aus mir kann woanders nicht reingehen. Also ich habe das immer gut gefunden. Auch ich bin da immer konform gegangen mit den ganzen Sachen. Was ich jetzt am Schluss nicht verstehe, ist, warum man wie Theater, Konzerte und solche Sachen schließt, wo die ein so enges Hygienekonzept haben, wo auch nachweislich niemand infiziert worden ist. Ich habe das Glück gehabt, wir haben die Rumpelhanni nach 40 Jahren gezeigt, in einem Kino in Fürstenfeldbruck, wo 50 Leute durften kommen. Und es war trotzdem so anrührend und berührend, diese 50 Menschen verteilt in diesem großen Kino, aber sie waren da, ich konnte aus meinem Buch lesen, ich konnte erzählen und das ist einfach, die Leute brauchen das und wollen das. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass jetzt da eine ganze Sparte oder dass eben viele Menschen da für das einstehen müssen, wo andere eben leichtsinnig sind. Und ich hätte es mir gewünscht, dass man das weiterhin fortsetzen kann, dass die Menschen überhaupt Arbeit haben, weil auch der Mensch braucht ja das, dass er irgendwas anderes hat, als wie immer nur Maske und Corona und Corona. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ändert. Ich hatte das Glück jetzt, dass wir unter erschwerten Bedingungen drehen durften. Die Serie natürlich. Wir durften weitermachen. Wir drehen heuer die 14. Staffel. Wir sind jetzt gerade, wir drehen noch bis 20. Dezember. Dann ist es vorbei. Dann haben wir diese Staffel auch gedreht, trotz dieser erschwerten Bedingungen. Und die anderen, die davon leben, sage ich jetzt, dass sie nichts haben oder leben müssen, das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, und müssen sich auch mal überlegen, wie kann ich Geld verdienen? Genau. Es gibt ja schon manche Schauspieler, die gehen jetzt einfach zum Putzen oder was. Ja, das ist, genau. Und meine ganzen Lesungen, ich hätte ja Weihnachtslesungen. Und meine Weihnachtslesungen, die sind ja auch alle, aber das ist klar, alles weg. Jetzt, Frau Baumgartner, ist es gefährlich, wenn man die Kultur so zusperrt? Das ist gefährlich. Ja. Also ich das geht ja auf die Stimmung, also macht der Menschen auch depressiv. Ja, und wissen Sie was? Ich finde, ich bin ja jeden Tag unterwegs, ich muss mich um meine Mama kümmern, die ist 92 im betreuten Wohnen und so weiter. Ich finde, dass die Leute immer aggressiver werden, immer grantiger, immer besser, weil man immer sie mehr zunimmt und zuschnürt. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, da eine Ebene zu finden und zu suchen, dass man da wieder sozusagen weiterkommt. Also ich war jetzt vor kurzem in der Stadt und da habe ich mir gedacht, was passiert denn jetzt, wenn man auf die Toilette muss? Das ist ja alles zu. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist alles zu. Also früher konntest du irgendwie, gehst du mal in den Bayerischen Hof oder zum Franziskaner und trinkst irgendwas noch. Oder kannst du in die Kaufhäuser gehen? Also das ist, in die Kaufhäuser? Ja. Oder in die Kaufhäuser ist das Einzige. So, aber das ist ja dann das auch irgendwo, vierter Stock rechts. Ja. Oder, also das war eines, aber ich glaube, die Kultur, die muss sehr schnell wieder, da muss man was tun. Ja. Da muss man was tun, weil man kann nicht alles mit einer Gießkanne sagen, so machen wir das, sondern, also nehmen wir mal unsere Staatsoper, oder die ganzen wunderbaren Kammerspiele, Residenztheater, die standen ja auf diesen Brettern, das ist ja ihre Heimat. Ja, ja. Aber dass das immer zu ist, das tut schon weh. Das tut weh. Und gleichzeitig überlegt man natürlich auch als Einzelperson, was hätte man anders machen können oder was soll man, jeder weiß es besser natürlich. Das ist schwierig. Ich möchte kein Politiker sein, in dieser Zeit diese Entscheidungen zu treffen. Weil es ist eigentlich wurscht, wie sie es machen, ist es verkehrt. Ja. Es ist immer für irgendjemand verkehrt. Und es ist also so kompliziert und ich hoffe natürlich, jetzt kommt es mit der Impfung, da heißt es aber dann auch schon, lasse ich mich impfen oder nicht, da geht es ja da weiter, die Nächsten sagen schon, ich warte erstmal ab oder es geht nicht. Also die ganze Pandemie, weltumspannend, ist eine Situation, die alle betrifft und ich hoffe nur wirklich und wünsche mir, dass man da wieder ein bisschen mehr Luft kriegt und dass man weiterkommt. Ja, und ich bleibe mal dabei,
Dieses Corona-Thema ist ja ein weltweites Thema. Klar. Und der Virus, der kennt kein Feierabend. Der kennt kein Weihnachten. Weihnachten, kein Silvester. Der kommt überall. Und ich bin der Meinung, das Impfen ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich was da auch die Wissenschaft geleistet und speziell, dass ein deutsches Unternehmen da dabei ist, als erster am Markt. Genau. Und ich glaube, da kommt einmal leichter Entlastungsbereich auf uns zu. Gott sei Dank. Ich hoffe es auch. Gott sei Dank. Ich hoffe es auch. Erzählen Sie mal ein bisschen was von der Mama, die ja hellwach ist. Ja, wie meine Mama, ist die 92? Ist 92, sitzt leider seit 3 Jahren im Rollstuhl und ist im betreuten Wohnen. Das war auch nicht ganz einfach, weil natürlich mit dem ersten Lockdown durfte da niemand mehr hin. Aber 3-mal am Tag kommt der Pflegedienst, die machen das auch super. Aber telefonieren geht und so. Genau, aber sie muss ja versorgt werden, ich bringe ja das Essen, ich mache ihre Wäsche. Dann war die Dame, die die Wohnung reinigt, durfte nicht hin, dann war das halt auch. Ich bin seit Monaten nur mit meiner Schwester, sind wir 2-mal in der Woche bei meiner Mama halt mit Maske und versuchen das alles irgendwie weiter zu halten. Und Gott sei Dank, toi, 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 lieber Gott, Dankeschön, funktioniert es. Und auch mit dem Pflegedienst, dass sie noch passt. Natürlich leidet sie sehr darunter, weil die ganzen Damen aus dem betreuten Wohnen oder Herren, mit denen sie sich sonst trifft, die dürfen sich auch nicht besuchen. Sie ist alles nur am Telefon. Aber die Mama ist schon stolz auf Sie, oder? Ja, die ist schon stolz, klar. Das hat mir auch mit meinem Buch, jetzt hat sie das gelesen. Das ist ja wunderbar. Ne? Und da hat sie dann auch gesagt, das hat sie jetzt schon 2-mal mit ihrem Lesegerät gelesen. Ja. Und habe gesagt, ja, so was da alles drinsteht. Beim ersten Mal habe ich das gar nicht so gemerkt. Erst beim zweiten Mal ist mir das aufgefallen. Und nein, sie ist schon stolz drauf. Und jetzt erzählen Sie mal so, Sie haben ja dieses Raumausstattungsgeschäft in der Katzmeierstraße in München. Da ist ja was gegangen, gell, in dem Jahr, im letzten Jahr. Ja, also, natürlich waren wir, als der erste Lockdown war, waren wir ein bisschen irritiert und haben gesagt, wer weiß, jetzt haben wir 6 Wochen zu, geht es weiter überhaupt, müssen wir zumachen. Aber dadurch haben wir das Glück, sage ich jetzt mal, mit unserer Sparte, die Menschen sollen nicht verreisen, die dürfen das, es gibt keine Skiferien und so weiter, keinen Urlaub. Und dann fangen die Leute an, deswegen haben die Baumärkte auch so eine Hochkonjunktur, bei sich daheim alles herzurichten. Und dadurch haben wir das Glück, dass die Leute doch sagen, okay, dann machen wir wenigstens daheim meine Wohnung Ski. Und dadurch haben wir auch wieder... Und Sie machen da auch so, Sie bringen auch die eigenen Kreationen rein und so, oder? Naja, es ist so, in erster Linie, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Meine Schwester macht das in erster Linie natürlich, die hat ihr... Was hat sie studiert? Also? Meine Schwester hat mit Mitte 40 nochmal angefangen, Raumausstatterin zu lernen. Die war eigentlich Computerfachfrau. Und durch die Trennung von meinem damaligen Mann, die hat damals die Buchhaltung für unser Geschäft gemacht, hat sich auch ihr Leben geändert. Aber es war schon ein bisschen die Vorstufe für die Raumausstatterin. Nein, eigentlich gar nicht, sondern meine Schwester hat privat immer schon sehr gerne genäht. Die hat immer schon Vorhänge oder Hussen genäht, Überzüge, als Hobby. Und dann hat sie gesagt, wie alles sich so geändert hat, auch ein zweiter Arbeitgeber von ihr ist nach Dresden gegangen, ein Rechtsanwalt. Dann hat sie gesagt, sie muss jetzt einen anderen Job suchen. Und dann habe ich gesagt, dann mach doch jetzt, versuch doch die Raumausstatterlehre zu machen. Dann hat sie geschrieben und dann haben die Leute gesagt, du mit Mitte 40 ging André schon bald in Rente, ob sie spinnt, da nochmal in die Lehre gehen zu wollen. Also sie hatte nur Absagen und dann waren wir auf der Handwerksmesse in München, da war ein Stand. Und wir sind vorbeigegangen durch die ganze Halle, weil meine Schwester gesagt, nein, lass, brauche ich nicht. Und dann habe ich gesagt, so. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und dann bin ich mit ihr komplett die Halle zurück, bis zu dem Stand. Und dann habe ich den Mann, den Herrn Brinkmann, da angefragt und gesagt, Sie passen es auf, meine Schwester würde das gerne lernen, auch wenn sie schon Mitte 40 ist, haben Sie eine Chance oder wie sehen Sie das? Und der hat zufällig 10 Minuten weg gewohnt, meine Schwester hat damals in Pasing gewohnt, der war in Gräfelfing und hat gesagt, dann soll sie mal vorbeikommen. 3 Tage später hat sie ihren Arbeitsvertrag gemacht. Na schön. Und dann hat sie ihre Lehre gemacht und dann durfte sie nur den Meister machen, wenn sie im Angestelltenverhältnis war. Also musste ich sie anstellen, ich musste die Firma übernehmen und dann hat sie ihre Meisterschule gemacht und im Jahr 2000 hat sie ihren Raumausstattermeister gemacht. Da bin ich genauso stolz natürlich auf meine Schwester wie meine Mama. Aber ihr trägt nicht ihren Namen, der Laden. Nein, Hermanas, Schwestern. Die Schwestern. Weil wir waren damals in Urlaub in Mallorca und haben überlegt, wenn wir uns jetzt ein Geschäft machen. Spanisch, oder? Ja, genau. Wie sollen wir denn uns nennen? Was machen wir für einen Namen? Und dann fuhr da ein LKW vorbei, Los Hombres. Und dann haben wir gesagt, du, Hombres sind die Brüder, Hermanas. Nein, Hombres sind die Männer, Hermanos sind die Brüder. Hermanas, Hermanos, wie findest du denn das? Und haben gesagt, ja, am Anfang Hermann, die sagen dann immer die Leute Hermanns und Hermanas, haben sie dann gesagt. Aber das ist jetzt über 20 Jahre her und jetzt wissen die Leute, dass wir das sind und das funktioniert immer noch super und ich hoffe natürlich, wir bräuchten nur dringend jemanden, der uns beim Nähen hilft, weil wir so viele Aufträge haben. Aber es ist toll, dass wir
doch mit einem Handwerk, sage ich jetzt, mit einem Beruf. Meine Schwester sagt ja, das stirbt ja leider aus. Es haben ja ganz viele Raumausstattungsläden zugemacht in den letzten Jahren. Und das ist toll, dass Sie da doch, dass wir da so einen guten Stand haben. Frau Maumgartner, Sie kennen Millionen Menschen. Wie ist das? Sie sind ja total natürlich blind. Also Sie können mit jedem reden. Also ich sage jetzt mal, von Hartz IV bis Chanel 5, Sie können mit jedem reden. Die Prominenz, die ist ja nicht irgendwie in den Kopf gestiegen oder dass man sagt, Mensch, und man merkt das auch, wenn man durch die Stadt geht und da zucken die Leute zusammen, irgendwo kenne ich die her. Oder, genau. Wie ist das? Macht Ihnen das auch Freude, dass Sie es so weit gebracht haben? Also ich habe öfters Interviewfragen, da wird dann manchmal gefragt, auf was ich stolz bin. Und dann habe ich gesagt, mei, das ist immer so ein blödes Wort, stolz, das ist so, wie es nehmen. Und dann hat mal jemand zu mir gesagt, ja, aber Sie können doch darauf stolz sein, dass Sie es geschafft haben, trotz diesen ganzen Widrigkeiten in der Schule, am Anfang und so weiter, dass Sie es trotzdem geschafft haben, immer noch in diesem Beruf zu arbeiten, auch wenn Sie schon seit 3 Jahren in Rente sind. Sie dürfen immer noch arbeiten und Sie sind immer noch mit dabei. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Darauf bin ich dann schon stolz, dass ich trotz allen Schwierigkeiten es geschafft habe, natürlich mit Hilfe vieler Menschen und Freunde, Bekannten und auch meinem Lehrer. Das ganz kurz muss ich noch sagen, weil der Hubert Nowak, mein Lehrer, der mich damals so unterstützt hat, ist 88. Mit dem habe ich mich 3-mal im Jahr getroffen. Und als mein Buch fertig war, wegen Corona haben wir uns nicht getroffen, dann musste er ins Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, Hubert, mein Buch ist bald fertig. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir ja dann danach besprechen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss ihm das Buch vorbeibringen. Und dann bin ich ins Krankenhaus, ins Rechts der Isar damals. Er wusste davon nichts, dass ich komme, habe geklopft, sage ich, Hubert, schau her, mein Buch ist da. Und da ist auch ein Foto von ihm drin. Du bist auch beschrieben, dass du ein ganz wichtiger Mensch. Haben Sie eine Widmung reingeschrieben? Ja, genau, natürlich. Was hast du reingeschrieben? Da habe ich reingeschrieben, dass er einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist, für diesen Beruf. Und dann hat er zu mir gesagt, ach Monika, hat er gesagt, das ist doch ein Quatsch, du hättest das auch ohne dich gemacht. Und ich habe gesagt, nein, wir waren auch per Du dann, mit dir ist es gelungen. Dann habe ich ein Selfie gemacht mit ihm. Ich war 1,5 Stunden bei ihm, wir haben das Ganze besprochen. Er hat gesagt, aber gell, ich rufe dich an nächste Woche, wenn ich in das Buch reingeschaut habe und da gefällt mir was nicht oder das passt mir nicht, dann sage ich dir. Sage ich, Hubert, das darfst du. Das habe ich gemacht, ich bin um 5 Uhr weg von ihm und habe gesagt, wir treffen uns nächste Woche nach deiner OP. Am nächsten Tag um 11 kriege ich einen Anruf von seiner Nichte. Der Hubert ist um 9 Uhr abends verstorben. Oh, aber es ist doch ein wunderschöner Und ich sage Ihnen, das Abschluss. War, ja, so ich war wunderbar. Geschockt, weil, und ich war auch so glücklich, dass ich das gemacht habe. Schön. Weil ich hätte mich, ehrlich gesagt, ich hätte mein Leben lang mich geärgert, wenn ich ihm das nicht gezeigt hätte, Bauch, das Ergebnis. Und so hat er eigentlich die letzten 5 Stunden seines Lebens mit... Und auch einen großen Dank wieder zu. Genau, einen großen Dank zu. Jetzt noch, wir sind jetzt am Schluss. Meinst du, schnell vergeht die Zeit? Wahnsinn. Eine Frage, glauben Sie an Gott? Ja. Glauben Sie eher an den lieben Gott oder an den gerechten Gott? Ich will natürlich lieber an den gerechten Gott glauben, wenn es auch nicht immer ganz einfach ist. Aber ich glaube, dass es etwas gibt und wir sind ja auch irgendwie, wie, dass es uns gibt, die Weltkugel gibt, dass es die Menschen, die Tiere, dass es alles gibt. Also woher kommt das? Aus nichts, irgendwo doch. Und ich bin jemand... Ich bin auch sehr dankbar und ich sage auch jeden Tag, lieber Gott, ich danke dir, dass es mir so gut geht, dass es meiner Familie gut geht, dass uns keine Bomben auf den Kopf fallen und dass ich keine Schmerzen mehr habe. Liebe Frau Baumgartner, vielen herzlichen Dank für das wunderschöne Gespräch. Ich danke. Sie haben Ihr Leben so ein bisschen mir erzählt. Also ich bin echt glücklich. Freut Liebe mich. Zuschauer, das war schon wieder diesmal mit Monika Baumgartner, eine der großen Schauspielerinnen. Und die Schöne ist, sie ist eine Münchnerin. Also wir sehen uns wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner.